So, man. Ah, guck, er hat jetzt den Freeze. Jetzt warten, warten, warten. Jetzt kommt der Sepp. Und genau, jetzt habt ihr das gesehen? Yo Leute, Chef Strobel wieder am Start mit einem Guide, wie man den Friedhof kontert, beziehungsweise wie man den Friedhof richtig spielt. Das haben sich viele Leute mal gewünscht, da komme ich doch mal gerne dem Wunsch nach. Ich habe jetzt hier Karten vorbereitet, erstmal die in gewissermaßen den Friedhof kontern. Es sind noch mehrere, natürlich werde ich auch gleich auf alle näher eingehen, nur dass ihr aber schon mal so einen groben Überblick habt. Also wenn ihr die Prinzessin zum Beispiel platziert, außerhalb des Friedhofes auf die andere Seite und sie kann in den Friedhof schießen, ist das ein perfekter Backup. Ihr müsstet aber theoretisch dann noch die Prinzessin unterstützen, vielleicht mit Skelette, Eisgeist, Kobolde oder Fire Spirits. Die Minions alleine können zum Beispiel den Friedhof ganz allein kontern, da ist aber die Gefahr immer, dass der Gegner entweder den Freeze dabei hat, die Pfeile, den Feuerball oder vielleicht den Zap, wenn eure Lakaien nicht stark genug sind. Auch der Bomber, wenn ihr nicht genau in den Friedhof reinsetzt, kontert natürlich den Friedhof. Ich würde euch immer empfehlen, wenn ihr so Sachen wie Bomber spielt oder Bogenschützen, niemals direkt in den Friedhof reinsetzen, weil wenn diese Karte distracted wird oder der Friedhof schon zu viele Skelette gespawnt hat und ihr setzt dann diese Konterkarten rein, ist finito. Die Karten werden sterben und der Friedhof ist durch. In gewissermaßen kontert auch der Henker den Friedhof, den könnt ihr schon mal eher theoretisch reinsetzen, da er viel mehr Hitpoints hat, seine Axt vor und zurück geht. Da ist es schon was ganz anderes. Genauso mit den Barbaren. Die Barbaren könnt ihr auch in den Friedhof setzen. Die kontert den auf jeden Fall. Ist 5 gegen 5 Elixier. Wie gesagt, Feuerball müsst ihr aufpassen. Ich spiele in meinem Deck, das werdet ihr auch nachher sehen, Barbaren und Minions. Ich würde euch auch nie empfehlen, die rein zu droppen und dann genau die hinterher. Also das ist dann theoretisch oberverteidigt, wenn ihr die und gleich hinten dran die droppt. Weil dann kommt ein Feuerball. Er hat 8 Elixier mit 4 Elixier ausgeschaltet sozusagen, weil die Barbaren werden auch im Friedhof sterben. Ist auf jeden Fall nicht gut. Genauso wie gesagt mit den Bogenschützen, die setzt ihr am besten hinter den Friedhof. Da kann er noch ein Poison-Spell oder ein Freeze oder ein Feuerball deine Bogenschützen töten. Da musst du halt noch hoffentlich ein Sepp oder ein Kampfholz bereit haben. Hoffentlich im Deck oder Pfeile würde auch noch gehen. Im Notfall auch noch ein Feuerball, aber das wäre dann auch wieder krass vom Elixier-Trade her. Ihr müsst aber auch dann wissen, wann ihr den Sepp und das Kampfholz spielt. Ich hoffe, dass ich das nachher mal zeigen kann. Ihr solltet den Sepp und das Kampfholz nicht zu früh spielen, da wenn ihr das tut, immer noch Skelette spawnen, an den Turm gehen und so dann euren Turm vernichten. Wollen wir mal noch ein paar Karten dazu holen, die auch noch den Friedhof kontern. Da kommt einmal der Ritter dazu, die Kobold-Gang kann man da noch mit reinmachen, der Blasrohr-Kobold, die Skelettarmee, der Eisgolem. Was ist denn noch dabei? Sekunde, die Valkyrie natürlich. Das Musketier in gewisser Form auch. Wo war es denn hier gerade? Ah, hier. Das Musketier und der Magier. Also, ihr seht schon mal, wie viele Karten es eigentlich gibt, die auch für den Friedhof kontern. Den Ritter richtig eingesetzt, kontert den Friedhof auch. Die Kobold, den könnte man theoretisch in den Friedhof reinsetzen. Da ist, wie gesagt, die Gefahr, wenn ihr die zu weit feuert, dass das ein Kampfholz kommt oder ein Sepp, Pfeile, Feuerball. Ist aber auch wieder die Sache, wie gut ihr euren Gegner ausspielt, wenn ihr wisst, er spielt einen Friedhof, dass ihr auch da andere Push startet, dass er gar nicht genug Elixier hat, um einen Friedhof mit einem Tank und noch mit einem Zauber zu spielen, weil das ist extrem teuer eigentlich. Ihr müsst überlegen, Friedhof 5 Elixier, mit Riesen sind es schon 10, mit Feuerball sind es 14 Elixier, also da müsst ihr schon krass ins Elixierrückstand kommen. Blasrohr-Kobold wieder außerhalb platzieren, der schießt schnell, hat eine krasse Range, kann nur durch Kampfholz oder Pfeile getötet werden, auch durch Feuerball oder Poison, wie gesagt, da müsst ihr auch aufpassen. Lakaienhorde, auch durch Pfeile und Feuerball und Poison. Eisgolem, den müsst ihr halt perfekt timen, das ist schon ein bisschen schwerer, den müsst ihr am Anfang vom Friedhof setzen, dass er im Friedhof explodiert sozusagen durch den Schaden, den er dann macht, wenn er aufplatzt, dann sozusagen die Skelette tötet. Valkyrie könnt ihr dann natürlich ganz normal in den Friedhof setzen, ist so eigentlich der krasseste Hardcounter, weil da Feuerball und Poison eher weniger bringt, weil sie so viele Hitpoints hat. Musketier auch wieder außerhalb setzen, müsst ihr wahrscheinlich durch einen Sepp oder einen Kampfholz auch unterstützen, also das wäre dann eher die Notlösung. Und der Magier natürlich, der macht Splash Damage, wurde ja auch damals gebufft und schießt schneller, deswegen ist der Magier auch ein ziemlich krasser Konter. Ihr merkt schon, es gibt eigentlich schon viele Karten, deswegen kann ich jetzt nicht alle zeigen. Ich hoffe, dass ich mal nachher ein paar Sachen euch zeigen könnte. Dann gibt es hier noch Gebäude, die sozusagen auch nachhelfen können. Das sind aber dann so Notlösungen. Ich will aber einfach euch da noch ein paar Sachen zeigen, was natürlich alles machbar ist. Das kann man auch noch nehmen.
Die Karte kann man nehmen. Also ihr merkt schon, eigentlich gibt es relativ viele Konter für diese Karte. Entgegen der Behauptung, der Friedhof wäre so schwer zu kontern. Er ist halt nur schwer zu kontern, weil sich viele Leute schwer machen. Das ist, glaube ich, das gleiche wie bei mir mit dem Royal Giant. Naja, ihr könnt theoretisch auch den Grabstein als Notfall in den Friedhof setzen, weil da auch Skelette rausbohren und er angegriffen wird und aus dem kaputten Grabstein auch nochmal Skelette rauskommen. Der Ofen gescheit platziert, die Fire Spirits werden natürlich auch Schaden machen, beziehungsweise könnten das auch gut kontern, dann kommt es auch wieder aufs Timing an. Der Tesla ebenso, kommt auch wieder aufs Placement an und wo er steht, der macht auch schnell und viel Damage. Die Guards kontern auf jeden Fall den Friedhof reingesetzt mit ihren Schildern. Die Skelettarmee zu 100% ist, wie gesagt, wieder die Gefahr, Kampfholz, Poison Spell und Zap, ist ja eine beliebte Kombi. Der Dark Prince auch gescheit eingesetzt mit seinem Charge und dem Flächendamage kann das auch kontern, ist aber auch nicht die beste Lösung. Die Hexe macht auch viel Flächendamage mit ihren Skeletten und der Babydrache macht natürlich auch Splash Damage. Und der ist auch ein richtig krasser Tank, der macht auch einen Feuerball oder Poison Spell wenig, da er das überleben wird und die Skelette ja nur Bodentruppen angreifen, ist eigentlich auch der Babydrache eine beliebte Karte zum Kontern, da würde ich euch auch auf jeden Fall empfehlen. So, der Bowler, ja, der Bowler, können wir auch nochmal gleich dazu kommen. Ich schaue nochmal, was es hier noch so gibt. Machen wir mal das so. Und da kommen hier noch die Karten. Die Karte und natürlich theoretisch auch noch die Karte. Dann sind wir hier schon bei den letzten Karten, den letzten 5. Der Bowler in gewissermaßen, er ist aber zu langsam mit seiner Kugel. Wenn er richtig gut platziert ist kann, und der Friedhof schlecht, kann das echt gut ausgehen. Ist aber in den meisten Fällen so, dass ihr, wenn ihr gegen guten Friedhofspieler spielt, der Bowler eigentlich eher auch wie eine Notlösung ist und nicht so krass ist. Elektro-Wizard, finde ich, rentiert sich nur, wenn der Friedhof schon ein bisschen länger am Gange ist und viele Skelette gespawnt sind und er durch den Zap, wenn er droppt, die alle auslöscht. Wenn ihr den wieder zu früh setzt, stirbt der auch. Also das ist auch kompliziert. Wie gesagt, der Eismagier ist auch gut mit Flächendamage. Muss man vielleicht auch nochmal mit Zap und Kampfholz backuppen. Der Lumberjack schafft es auch eigentlich alleine, habe ich auch schon oft gesehen, wenn ich in Matches gespielt habe. Und theoretisch einen Friedhof über den Friedhof legen. Wenn er noch ein höheres Level ist, ist natürlich der Konter easy peasy. Oder, was eigentlich auch noch hilft, ist mir auch noch gerade aufgefallen, wenn ihr selber ein Poison Spell spielt, einfach ein Poison Spell drüber hauen und die Skelette machen gar nichts mehr. Dann natürlich noch die Pfeile, Zap und Kampfholz. Wie gesagt, das Timing Poison Spell könnt ihr dann einsetzen, wenn der Friedhof langsam im Gange ist. Friedhof ist viel Timing-Sache. Wie gesagt, ich hoffe, ich kann euch noch ein paar Live-Matches zeigen. Ich kann es euch nicht versprechen. Ich werde jetzt gleich noch ein paar Games gehen mit einem Zuschauer, beziehungsweise Moderator von mir. Da werden wir das ein bisschen ausprobieren, werde ich euch ein paar Taktiken zeigen. Und dann würde ich sagen, wir spielen jetzt gleich ins erste Game. Das sind auf jeden Fall die Karten, die das kontern. Das sind relativ viele gegen der Behauptung, dass der Friedhof so schwer zu kontern ist. Ich denke mal, dass es die Mischung ausmacht aus Poison Spell und Friedhof. Muss man halt nur wissen, wie man da rangeht. Bis gleich. Das erste Game mit meinem Balloon Deck. Da haben wir auf jeden Fall drei Konter dabei. Sogar vier hier noch mit der Karte. Fünf, wenn du den Feuerball mitrechnest, aber den benutze ich nie. Mit dem Henker, den Lakaien und dem Barbaren. Wollen wir mal schauen, ob das klappt. Steigen da ins Game ein. Ich weiß nicht, was mein Gegner spielt. Ich weiß nur, dass er einen Friedhof spielen wird. Also wollen wir mal schauen, was so abgeht bei ihm. So. Fang mit dem Riesen an, ganz geschmeidig. Wir wissen, ja, oh, er spielt auch einen Riesen, also er wird wahrscheinlich dann ein Riesen Deck spielen mit dem Friedhof, so wie es aussieht. Deswegen, ich sag euch jetzt gleich schon mal, ja, jetzt hat er schon wieder so viel Elixier ausgegeben, da würde ich gleich mal sagen, er macht jetzt Druck. Das ist schon mal die beste Lösung, gleich Druck zu machen, natürlich. Da der Gegner jetzt im Zugzwang ist und er natürlich kein Elixier hat, wisst ihr, was ich meine? Er hat jetzt kein Elixier, um seinen Friedhof zu setzen. Das ist natürlich das Beste, was passieren kann, natürlich. So, den Bowler muss ich durchlaufen lassen. Den Bowler. Ah, das ist viel Damage. Diesen Rage. Jetzt macht er wahrscheinlich noch mehr Damage durch den Rage einfach. So, da kommt der Friedhof. Jetzt ist halt die Frage, hat er Pfeile Freeze dabei? Gut, Barbaren überleben noch. Aber ihr seht das jetzt. Die Minions kommen da extrem gut zurecht, da kommen die Pfeile, wie gesagt, zu spät. Ich habe viel Damage jetzt kassiert, auch wegen der guten Kombi von ihm. Er hat aber jetzt wieder viel Elixier ausgegeben. Also er hat Friedhof gesetzt, nochmal Pfeile, ich habe noch meine Minions gesetzt. Das sind 8 Elixier gegen 3 Elixier getradet. Und so kommt ihr Step by Step in den Elixiervorsprung und könnt diesen Konter langsam, diesen Friedhof langsam outplayen. Ist wie gesagt, ihr müsst immer gegenkontern, wenn ihr wisst, oder wenn, ihr wisst ja nicht immer gleich, ob er eins spielt, aber viele Decks deuten darauf hin, dass jemand so ein Deck spielt, also, oder viele Karten halt. Ja, das ist ein starker Riese. Aber wie gesagt, er hat jetzt nicht genug Elixier, kann jetzt nur den Megalakai setzen, ich kann hier ganz easy verteidigen.
Sehr schön. Und wir haben den nächsten Turm. Und das ist alles nur, weil ich Druck gemacht habe. Das ist alles nur, weil ich Druck gemacht habe. Setzen jetzt hier die Minions ein. Die sollten das hier regeln können. Sehr schön. Kommen jetzt hier mit dem nächsten Riesen. Und was auch immer wichtig ist, wenn ihr wisst, ein Turm fällt, dann würde ich den am besten fallen lassen, weil, keine Ahnung. Wir können das jetzt hier mal zappen, das ist okay, dass er nicht gleich den Turm bekommt. Das ist extrem okay. Gut, jetzt wird es auf jeden Fall ein wenig problematisch, aber auch nicht übertrieben. Also das kann man auf jeden Fall noch schaffen. Oh, die Pfeile waren jetzt zu früh geworfen von ihm, ehrlich gesagt. Ich denke mal, er will auf den Free Crown gehen. Ich denke es mal. Ja, er will auf den Free Crown gehen. Da, oh, das ist eine ganz krasse Kombi jetzt. Müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Aber ihr seht das, ich habe da eigentlich ganz gut vorgesorgt. Wieder die Barbaren am Start mit dem Henker. Und ihr seht das, wir haben das ganz gut verteidigt. Da gibt es nochmal einen Zap. Und dann sollte das gegen auch 3:0 gewonnen sein. Well played. Also ihr seht das, Barbaren, Henker, Minions. Das gleicht sich aus, weil ihr könnt auch so variieren. Er predicted meistens die Pfeile. Da setzt ihr halt die Barbaren so und so weiter. Ja. Gut, gehen wir gleich nochmal in einen neuen Kampf, dann wollen wir mal schauen, ob das auch noch so gut klappt. Wir steigen jetzt mal in das nächste Game, dann will ich euch zeigen, wie ich mit dem Friedhof spiele. Ich würde euch raten, den Friedhof eigentlich nie alleine zu setzen, außer der Gegner hat noch ganz, ganz, ganz wenig HP am Turm, so um die 300 würde ich machen, 400 vielleicht noch als Ding, als letzter Verzweiflungsakt, aber 500 wäre schon wieder fast zu viel. Ein Friedhof ohne Tank, finde ich, ist nicht gut, außer der Gegner hat kein Elixier mehr, dann müsst ihr euch aber ziemlich sicher sein, oder er hat halt, wie gesagt, Low HP am Turm. Aber ohne Tank ist der Friedhof eigentlich so schlecht, finde ich. Und ja, Friedhof mit Poison Spell ist extrem krass. Muss man halt auch wissen, wie man es kontert. Wenn man es nicht kontern kann, beziehungsweise der Gegner zu schnell seine Scatter-Armee oder Minions reinsetzt, ist das natürlich geil. Wir springen jetzt ins Game und dann mal schauen, wie das läuft gegen den Noki. So. Good luck. So, Starterhand gefällt mir schon mal gar nicht, weil wir haben in diesem Deck eigentlich wenig gegen Tanks. Weil der Noki auch noch mit dem Friedhof spielen wird. Jetzt bin ich mal gespannt, was er spielt. Ist jetzt noch gar nichts. Oh, eine Kanone dann am Start, okay. Okay. So, oh, er hat einen Bowler. Ein Bowler ist auf jeden Fall stark gegen mein Backup auch auf jeden Fall. Das macht er gut. So, jetzt kommt der Poison Spell. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er da irgendwas reinsetzt. Ja gut, er hat seine Bogenschützen zu früh gesetzt, habt ihr das gesehen? Die sind jetzt down. Der Zap kam auch zu spät. Der Bowler, ihr seht, das ist nicht die beste Verteidigung. Und wir haben schon mal richtig krassen Damage gemacht an seinem Turm. Ja, das ist auf jeden Fall stark. Ja. Das lief gut. Das meinte ich, wenn der Gegner zu schnell sein Backup für den Friedhof, also eigentlich, wie gesagt, er hat auch die Bogenschützen auf den Friedhof, er hat sie auch wieder reingesetzt. Aber wenn er sie zu früh setzt, genau wie jetzt, und der Poison Spell ist aktiv, dann gibt es auf jeden Fall auf die Fresse, muss man so sagen. Dann gibt es richtig böse. So, er hat wieder den Bowler am Start. Ich bin mal gespannt, ob er auch den Poison Spell spielt. Oh, diese Disconnects nerven. Also ich habe zurzeit immer so ein paar ab und zu Disconnects. Ich weiß nicht wieso, ich kann euch das nicht erklären, Jungs. Aber, ja, ich denke mal, jetzt kommt bestimmt sein Friedhof auch reingehauen, oder? Kommt sein Friedhof? Nee, er kommt nicht. Doch, er kommt. Setz hier Skelette. Jetzt setzen wir selber den Graveyard ein. So, man. Ah, guck, er hat jetzt den Freeze. Jetzt warten, warten, warten. Jetzt kommt der Zap. Und genau, jetzt habt ihr das gesehen? Das Zap-Timing war perfekt on point. Klar macht er jetzt noch Schaden mit dem Bowler, aber ich habe dafür auch seinen anderen Turm geholt. Und er kriegt den Turm nicht mal. Und ihr seht das, wie viel Damage wir jetzt noch am King Tower machen. Aber ihr habt gesehen, der Zap war on point. Ich glaube, das ist schon der Free Crown Win. Das ist well played. Ja, das ist der Free Crown Win. Wenn ihr jetzt hier nicht mehr Internet wieder Fax macht, tut mir leid dafür. Aber ihr habt das gesehen. Das soll euch eigentlich das Beispiel zeigen. Auch jetzt unabhängig, wie viele Trophäen jetzt mein Gegner hat oder so. Weil das ja in den Kommentaren mal so angespielt wird. Aber das sind alles gute Clash Royale Spieler. Ihr habt gesehen, bis auf die letzte Sekunde mit dem Zap gewartet. Klar, ihr kriegt da ein bisschen Damage. Aber es ist besser, zu spät zu zappen als zu früh. Weil wenn ihr zu früh zappt und überleben Skelette, ist euer Turm weg. Ihr habt das gesehen. Mein Turm ist sogar noch gestanden. Ich habe seinen geholt. Er konnte nichts mehr machen. Perfekt, lief das. Und ja, so würde ich euch raten, den Friedhof zu spielen. Ihr wisst jetzt einigermaßen, wie man den kontert. Ich würde noch einen Guide geben mit Honza. Ne, mit Big Spin. Mit Big Spin, mit seinem krassen Deck für die Grand Challenge, mit der er 12 Mal oder 13 Mal hintereinander die Grand Challenge gewonnen hat. Das ist brutal.
Den habe ich mir jetzt geangelt, werde damit jetzt mit ihm ein Video machen. Weiß noch nicht, kann auch sein, dass jetzt das Video schon davor rauskommt. Also wenn das jetzt so kam, dann schaut auf jeden Fall auch bei dem Video von Big Spin vorbei und mir. Und sonst bitte lasst ein Like da, ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr so ein Guide findet, ob ich das auch für andere Karten machen soll, ob euch das weiterhilft mit dem Friedhof. Jo, dann sehen wir uns. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Euer Chef.